Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Platin mit Ponita. Ihr habt euch gewünscht, dass ich das ein bisschen trainiere, ein bisschen mit ins Team nehme. Das heißt ein bisschen, wir nehmen es mit ins Team. Erst einmal, ja, auf Level 12 habe ich es trainiert und es kann Glut noch dazu zu den Attacken, die es vorher schon konnte. Und hat ein zartes Wesen, was jetzt nicht so optimal ist, aber ist okay. Und ja, wir setzen jetzt unsere Reise fort. Was ich noch gemacht habe während des Trainings, ist jetzt nichts wirklich Spannendes passiert, aber wir haben ein neues Pokémon gefunden. Wir gucken mal ganz kurz rein. Und zwar bin ich da einem Zerpoze begegnet. War jetzt auch nicht unglaublich schwer, dieses Pokémon zu fangen. Und letzten Endes hat es den Namen Michi bekommen. Ins Team nehmen werden wir es aber wahrscheinlich erst einmal nicht. Seine Beine sind kurz, stolpert es, klappern seine starren Antennen und klingen wie ein Xylophon. Ja, und dann sind wir hier mit Erzelingen, denke ich mal, fertig. Es wurde mir auch geschrieben, dass da oben sich noch ein Pokémon befindet. Und dann dachte ich, komm, trainieren wir doch einfach da. Und habe ich gemacht und wir haben ja das Zerpoze gefunden. Gut, dann würde ich sagen, geht's zurück. Aber da kommt erstmal wieder ein Bums. Ups, Flo, du hast den Orden bekommen, was? Ewigenau ist der nächste Ort, der eine Arena hat. Habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen. Das heißt, nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden. Hat sich gelohnt. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Ewigenau auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprinte ich los. 9. Wer hat schon Zeit zum Zählen? Oh Mann, Jochen. Chill doch mal dein Leben ein bisschen. Okay, dann Ewigenau. Alles klar. Wir können ja mal ganz kurz auf die Karte vielleicht gucken, wo denn Ewigenau ganz genau liegt. Ich muss mir hier diese Zeichen auswendig lernen an der Seite. Ich mache das gerade nämlich mit der Maus. Okay, das sind Basis-Items. Alles klar, dieser Schlüssel. Dann schauen wir mal auf die Karte. Ja, wir waren jetzt hier in Erzelingen. Hier oben würde es lang gehen nach Oh Gott, da oben ist es erst. Okay, das heißt, wir werden ein Fahrrad brauchen. Hier ist Herzhofen. Herzhofen oder Herzofen? Herzhofen. Okay, hier Flori, stimmt. Aber das war, glaube ich, nur ein ganz, ganz kleines Dorf. Weiß ich aber nicht genau. Aber es ist auch eher groß, länglich eingezeichnet, ne? Keine Ahnung. Das hier ist Fledburg. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir jetzt genau hin müssen. Wir müssen ja irgendwie, ja, nehme ich an, ein Fahrrad finden. Das wäre zumindest bei mir so der Punkt, den ich jetzt hier anstreben würde. Ich glaube, die Entons hatten hier noch keine Aquaknarre, von daher können wir ruhig mal gegen eines kämpfen. Mit Tackle. Erstmal mit Tackle. Ja, zieht die Hälfte ab und von daher werden wir es, denke ich, nochmal einsetzen. Denn Gwyn ist im Moment eines unserer schwächsten Pokémon noch vom Level her. Ich weiß gar nicht, ob das schwächste. Können wir mal vielleicht ganz kurz gucken. Oh Gott, Lukas braucht dringend Training, sehe ich gerade. Noch mehr als Gwyn. Das müssten wir mal definitiv ändern. Stimmt, hat ja schon ewig nicht mehr gekämpft eigentlich, ne? Und kann immer noch keine Elektroattacke, was ich ein bisschen nervig finde. Aber ich hoffe, das kommt bald. Konnte doch keine Elektroattacke, oder? Aber ich finde, wir haben ein relativ ausgewogenes Team. Außer vielleicht, dass wir zwei Wasser-Pokémon dabei haben. Aber das kann sich ja auch noch definitiv ändern. Spätestens, wenn das nächste Pokémon oder das erste Pokémon stirbt. Im Moment haben wir uns ja noch ganz gut angestellt, was das angeht. Noch lebt alles, was wir je gefangen haben. So, dann gehen wir mal hier runter und dann ging es ja noch in zwei Himmelsrichtungen weiter. Schauen wir doch mal, wo es da denn lang geht. Sind schon mal angekommen, was gut ist. Oh, oh. Ach, er schon wieder. Du nennst ja gar kein Adressbuch dein eigen. Ha, wie bizarr. Dabei gibt es im Keller des Pokémon-Centers doch eins umsonst. Es gibt in diesem Jubelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Meine Nachforschungen werden mich nun an andere Orte bringen. Aber liebes, befreundetes Wesen, halte die Augen offen. Komische Subjekte können jederzeit auftauchen. Man muss gewappnet sein. Stimmt, im Moment gab es ja noch relativ wenig Begegnungen mit Team Galactic, ne? Beziehungsweise eigentlich gar keins. Gar keine. Bis auf, dass wir halt den einmal getroffen haben. Okay, gucken wir mal im Keller vorbei. Oh, hallo, hier entlang bitte. Ja, hallo, hallo. Hallo und willkommen. Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Teala. Ich geleite dich durch den Pokémon Wi-Fi Club. Das interessiert ja jetzt hier nicht wirklich. Jetzt haben wir ein Adressbuch bekommen. Wofür ist das Adressbuch genau? Damit kannst du deine Freunde registrieren. Ach wow, dann brauchen wir das also nicht wirklich. Okay, alles klar. Ja, Job. Ja, ich werde viel Spaß hier haben. Ich habe doch keine Freunde. Mann.
Wenn wir schon hier sind, können wir auch ganz kurz die Pokémon heilen. Und dann... Ja, gehen wir nach Norden jetzt oder nach links? Nach Westen? I don't know. Nach Norden ging es Richtung Fluri, ne? Und damit tendenziell auch Richtung... Dings. Richtung, wie ist die Stadt noch gleich, wo wir jetzt hinwollen? Ewig genau, genau. Von, oh, guck mal da, da haben wir ja doch jemanden gefunden. Was muss ich da hören? Professor Eibe, Ihnen bleibt keine Wahl. Jetzt rücken Sie schon mit Ihren Forschungsergebnissen raus. Für lau, versteht sich. Für Ihr Fehlverhalten müsste sonst leider diese Person hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Ah, Flo, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dem Pokédex? Oh, was sehe ich denn da? Den Orden der Arena von Herzeling. Aber hatte ich dir dein erstes Pokémon nicht gerade erst gegeben? Das Leben als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor, aller Pokémon, machen Sie es uns doch nicht so schwer. Es geht hier ums Geschäft, verstehen Sie das? Unsere Arbeit, sonst nichts. Was ich damit sagen will, gehen Sie auf unsere Forderung ein. Ruhe alle miteinander. Wieso muss ich mich nur mit euch abgeben? Zunächst solltet ihr euch einmal einige Lektionen für die Zukunft aneignen. Erstens, man lungert nicht einfach so an öffentlichen Plätzen herum. Zweitens, unterbrecht andere nicht mitten im Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird man nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr in einer Gruppe seid, seid ihr nicht die Stärkeren. Und fünftens, was habt ihr da nur für absurde Anzüge an? Geschmacklos. Herrje, und sowas nennt sich Erwachsene. Kinder, wachst bloß nicht zu solchen peinlichen Exemplaren heran. Ja, natürlich mussten sie unter die Gürtellinie gehen. Jetzt wurde es einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es noch bereuen, Team Galaktik beleidigt zu haben. Kinder, bitte bringt diesen Rohlingen etwas Anstand bei. Flo, los, wir werden zusammen gegen diese Wichte kämpfen. Okay, also es ist doch ein Trainer, der Lucius. Hätte sein können, dass es nur... Also, Trainer, klar, aber nicht so einer, der kämpft, sondern einer, der Pokémon fängt, dachte ich. Aber nee, nee. Okay. Skunkapu und Charmian sind jetzt nicht unbedingt Pokémon, die mich voll begeistern, muss ich sagen. Vom Aussehen und so weiter. Okay, die gefallen mir jetzt ausnahmsweise mal gar nicht so. Bisher hat mir eigentlich alles ganz gut zugesagt. Okay, die Frage ist, wen greifen wir an? Ich habe keine Ahnung, wie die Werte sind. Skunkapu... Nee, Charmian, die Katze wahrscheinlich, stelle ich mir ähnlich vor wie Mauzi. Wird also durchaus ein bisschen was aushalten, aber auch nicht so viel. Von daher würde ich einfach mal Charmian angreifen. Mal schauen. Okay, Charmian greift Panflam an, zieht gar nicht so wenig ab. Giftwolke. Ah, Vergiftung wäre jetzt nicht so cool. Ja, gut, Charmian nimmt Schaden und sehr gut, dann haben wir schon mal den gleichen angegriffen. Aber das reicht leider nicht, wir machen eigentlich nahezu gar keinen Schaden. Mit unserem Tackle. Na komm, wir versuchen erstmal Charmian auszuschalten. Oh oh, Skunkapu mit Energiefokus. Heißt, da wartet ein Volltreffer vielleicht auf uns. Zum Glück werden wir gerade nicht angegriffen. Das ist schon echt gut. Ein Doppelkampf, wo wir selbst nicht steuern können, ist gefährlich. Aber gut, wir haben Charmian ausgeschaltet. Wieder zusammen. Das ist gut, dass wir uns da auf 1 konzentriert haben. So muss das sein. Und Level 12 bedeutet das auch für uns. Was uns jetzt immer noch nicht so viel bringt. So, ich werde mal Silberblick auf Skunkapu einsetzen. Ganz einfach aus dem Grund, weil Panflam ja sicherlich auch angreifen wird. Wenn es mit Glut angreift, okay, dann wird unser Silberblick nicht viel bringen. Aber greift es mit Kratzer an, dann eben schon. Und von daher denke ich mal, dass das gar nicht mal so die schlechte Wahl war. Besonders, weil unser Tackle eben auch ganz gut wird. Kreideschrei, okay. Die haben es ja beide auf Panflam abgesehen. Ist natürlich sinnvoll auf die eine Weise. Ganz einfach, weil die natürlich auch ein Pokémon sicherlich ausschalten wollen. Okay, wir treffen gar nicht. Das heißt, unsere Kampfleistung hier ist echt nicht Bombe. Das meiste hat dann hier Panflam wahrscheinlich alleine gemacht. Aber die greifen auch nahezu nicht an, ne? Nur Dings hatte mal angegriffen. So, Skunkapu dürfte erledigt sein. Alles klar, haben wir wunderbar geholfen, Panflam hier, ne? Naja. Wie ist dieser Wahnsinn möglich? Wir beide unterliegen zwei Kindern? Das wird so nichts. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. Alter, wie schnell das aber auch weggeht, ne? Rüppel 1. Uns bleibt nichts anderes übrig. Fürs Erste ziehen wir uns zurück. Dies tun wir nur, weil Team Galaktik allen wohlgesonnen ist. Naja, das klingt doch schon mal ganz nett. So eine Bande. Team Galaktik haben sie sich genannt, richtig? Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Ich denke aber, diese mystische Kraft liegt weit außerhalb unserer Kontrolle.
Team Galactic interessiert sich für das Potenzial, das jener Kraft innewohnt. Es möchte es gern als Energiequelle für irgendetwas einsetzen. Flo, hast du davon gewusst? Auch der Professor studiert die Entwicklung von Pokémon. Er sagt, dass 90% aller Pokémon auf die eine oder andere Weise mit Entwicklung zu tun haben. Diese Spinner wollten wohl deswegen Professor Eibes Forschungsergebnisse stehlen. Das dürfen sie aber nicht. Die Gefahr ist gebannt. Entspannt euch. Dank euch konnte die Situation entschärft werden. Vielen Dank. Übrigens hat mich deine Kampfeskunst sehr beeindruckt, Flo. Wenn das nicht mal Ironie ist. Ich muss dir ein Lob aussprechen. Außerdem bringt es mich auf eine Idee. Wieso sammelst du nicht alle Orden, die es in Sinnohs Arenen zu holen gibt? Dabei triffst du ohne Zweifel auf eine Unmenge an Pokémon. So füllen sich auch die Seiten deines Pokédex immer weiter. Es wäre also für dich ein Abenteuer und für meine Forschung eine Hilfe. Natürlich ist dir das freigestellt. Das erste Pokémon und den Pokédex hast du von mir erhalten. Es ist nun allein deine Entscheidung, was du mit beidem anstellst. Das ist sehr, sehr großzügig von Ihnen. Wer bist denn du? Oh, war das klasse. Wirklich sehr gut, exzellent. Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Modeköffchen. Köfferlein. Okay. In diesem Modekoffer findest du hirnreißende... Ich habe hirnzerreißende irgendwie sowas gelesen. Hirnreißende Accessoires und geschmackvolle Kulissen. Statte dein Pokémon mit den Accessoires aus und sieh dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen. Besuche unseren Sender einfach mal. Oh Gott, bloß nicht. Bloß nicht. Aber da fällt mir was ein, das ist nämlich... Ach guck mal, der Clown ist jetzt weg, ne? Und dann gucken wir uns wahrscheinlich den Sender doch nochmal an. Aber wir... Es wurde doch gesagt, wenn wir einen Orden haben, können wir uns hier irgendwie... eine neue Funktion holen. Und das war so ein Professor, ne? Der hier? Oh, ich werde weiteres Zubehör für den Pokédex entwickeln. Darauf kannst du wetten. Genau wie ein Pokémon entwickelt sich auch mein Pokédex weiter. Du hier vielleicht. Hallo, hi. Ich bin der Präsident der Pokédex-Gesellschaft. Hallo, hi. Deine Geduld wird nun belohnt. Ich habe ein neues Zubehör für den Pokédex fertig. Den Notizblock. Flo installiert das Zubehör auf dem Pokédex. Auf dem Notizblock kannst du Notizen eintragen. Das ist ein Notizblock. Er ist nun das, was er ist. Notizblock. Schauen wir doch mal. Gucken wir uns das Ganze. Ist das der Notizblock hier? Kann ich jetzt einfach so. Cool. Hallo. Leute. Wow, das ist ja wunderschön. Wie, ich muss das alles. Kann ich nicht auch irgendwie. Boah, ich muss das echt alles per Hand wieder wegmachen. Das ist ja echt ein bisschen scheiße hier, ne? Aber jetzt können wir uns hier was Schönes hinmalen. Yay. Ich war schon immer der Pro im Herzen malen. Na gut, gehen wir mal wieder nach unten. Und auf geht's. Alles klar, haben wir das beste Feature überhaupt. Wobei, ich finde das wirklich gar nicht so schlecht. Wenn das auch bleibt, wenn man es gespeichert hat, und das nehme ich an, dafür steht ein Notizblock, dann ist es nicht unbedingt nutzlos. Finde ich. Oh, okay, oh Gott. Ich dachte, jetzt stürmt einer auf mich zu. Die Musik wirkt eben voll so. Alter, die wirkt voll panisch. Ich will hier wieder raus. Ich kriege Angstzustände. Hier werden die offiziellen Rekorde aufgezeichnet. Solche Sachen wie Glückstränen oder wie viele Pokémon du gefangen hast. Du kannst dir die Rekorde von allen im zweiten Stock ansehen. Oh, das ist ja interessant. Also noch vielleicht nicht, aber später bestimmt. Der Fernsehsender interviewt für seine Sendung alle möglichen Trainer. Schließlich wollen die Leute über gute Trainer auf dem Laufenden bleiben. Ich persönlich wüsste ja gern mehr über die Arena-Leiter. Oh, und über die beinharten Top 4 der Pokémon-Liga. Ah, es kann sein, dass sich das doch lohnt, den Fernseher anzuschmeißen deswegen, oder? Ich werde bald Werbespots im Fernsehen zeigen lassen. Damit locke ich noch mehr Kunden in mein Kaufhaus. Das ist also dein Kaufhaus. Warum kostümierst du dein Pokémon nicht? Im ersten Stock haben wir eine Garderobe. Schmücke dein Pokémon mit hübschen Accessoires. Ich weiß nicht, ob ich das tun will. Ehrlich gesagt. Warte mal, können wir da unten vielleicht am Gewinnspiel teilnehmen? Ich weiß es nicht. Boah, wie viel wartet hier auf uns? Wie viele Stockwerke gibt es? Lohnt sich das noch, das jetzt in diesem Part anzugucken? Nee, vielleicht nicht. Machen wir vielleicht im nächsten Part hier an dieser Stelle weiter, gucken uns das wunderschöne Kaufhaus an. Oder den Radioturm oder whatever. Ja, genau. Dann würde ich mich über Bewertungen natürlich wie immer freuen. Ich weiß noch, dass wir am Anfang fast 30 Daumen hoch hatten und im Moment sind es 5. Vielleicht kann man da ja wieder was ändern, wenn ihr Bock zu habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auch hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss. Ach ja, und eins wollte ich euch noch immer sagen.
falls es irgendwer lesen kann. Aber ich muss mich etwas beeilen, sonst wird der Part zusammen. Och ja, ist ein bisschen rumgeschleime. Kleiner als 3. Wunderschön. Bis dann.